Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion. Ich spiele heute mal wieder den Champion. Welcome to Nova. Fürst des Todes. Angler. Gorgol ist auch dabei. Das klingt doch schon mal sehr gut. Das ist nur die Frage, nehme ich die Blume mit oder nehme ich stattdessen einfach den Gargoyle? Ich glaube ja. Das hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Dann werde ich hier erstmal ein paar Angler hinstellen. Vier Stück, das sollte reichen. Und zum Champion mache ich dann wahrscheinlich den Fürst des Todes. Oder sie. Je nachdem. Drüben ist erstmal ein Sarg. Natürlich nicht verkehrt. Los geht's. Hier drüben Mana Rost, zwei Atome und ein Berserker. Ja, die sollen das locker haben. Gar kein Problem. Lecker, lecker. Gut. Wenn du das sagst, dann ist das wohl so. So, jetzt die Frage, stelle ich die davor? Ich kann ja erstmal so ein bisschen splitten. Ich kann ja erstmal schon so ein bisschen splitten. Kann mir dann im Nachgang überlegen, ob ich jetzt die Angler vorne lasse oder davor die Gargoyles Frontline noch dazu baue. Ich mache es auf jeden Fall erstmal so, ganz entspannt. Hier drüben weiterhin das Mana Ross und die Atome. Das heißt, ich werde weiterhin König auf für den Anfang. Ich könnte natürlich auch einen von denen zum Champion machen, den ich dann groß mache. Ich warte mal noch. Weiterhin nur Mana Ross und Atome. Aber hat schon zwei verbessert. Hier kann ich schon fast einen aufwerten. Es reicht gerade so nicht, okay. Dann werde ich einfach so einen Gargoyle aufwerten für diese Runde. Worker für nächste Runde raus. So, er hat jetzt einen Bone Crusher gebaut. Bei dieser war er natürlich schnell weg. Vielleicht komme ich sogar schon durch, mal sehen. Nee. Die Atome sind zu stark. Die Atome sind dafür zu stark. Jetzt habe ich natürlich keine Kohle, um die aufzuwerten. Das wird dann nächste Runde passieren. Ich baue doch noch vorher eine Frontline hin. Nochmal extra.
Die machen ja auch ganz schön Schaden. Acht, das reicht genau, damit ich einen aufwerten kann nächste Runde. Auf Freischaden habe ich natürlich noch nicht so. Brutus raus. Den werte ich auf. Gaukel noch mit dazu. Die anderen sind ja am Anfang leider nicht ganz so stark. Aber werden es dann zum Glück später. Das nächste Runde dann die beiden aufwerten. Dann geht's weiter. Hat noch die Schnecke geschafft. Jetzt hat er zwei Mana Rösser. Bone Crusher ist schon down. Mana Rösser down. Jetzt werden die Atome verprügelt. Diesmal soll ich durchkommen. Hat er was geschickt? Nein, hat er nicht. Okay, ich habe geblockt. Sehr schön. Reicht perfekt, um einen aufzuwerten. Ich mache jetzt den einfach zum Champion. Klar, ich habe jetzt sehr, sehr lange gewartet, aber macht ja schon Sinn, wenn ich den dann aufwerte. Sonst würde ich den Zauber ja überhaupt nicht nutzen. Das macht ja dann auch gar keinen Sinn. Und dann kann ich den sogar noch zum Titan machen. Holy shit. Die werten weiterhin den König auf. Ist gut für mich. Ich krieg hier nichts geschickt. Meine Angler werden immer stärker. Ich könnte noch Worker bauen, ja. Das auf jeden Fall. So, jetzt werte ich die Stück für Stück auf. Dann habe ich dann vier Fettsäcke dort stehen. Aha. So ist das also. Eine Schnecke hat er mitgeschickt. Aber das war ja sowieso nur, um Einkommen zu kriegen, damit ich mir die Aufwertung leisten kann. Aber sieht ja gar nicht mal schlecht aus. Ich bin sogar fast durchgekommen. So, du wirst verbessert. Und dann kann ich hier mal noch so einen aufwerten. Ah, schon 83, das ist ja gut. Das wird eine richtige Armee. Mit Blut geschickt.
Mol schicke ich mit rein. Ansonsten muss ich nichts machen. Die kacken auch so ganz gut ab. Jetzt baue ich mal. So eine hin. Ist eigentlich scheißegal, was ich da hinstelle. Ist alles arkane Verteidigung. Zwei Boots hat er geschickt. Er hat das Harpchen hingestellt. Ja, sieht nicht so gut aus, so Typ Roots. Okay, hat aber auch kaum verkackt. Hier ist nur die Echse durchgekommen. Forst des Todes. Titan. Der wird sehr stark. Soll jetzt natürlich, bis der ein bisschen aufgewertet wird, weil er jetzt langsam Mana sammelt. Aber das ist erstmal nicht so wild. Was gibt's hier zu sehen? Nix. Dachte ich mir. So, für die Aufwertung brauche ich 250. Macht die fertig. Ist ja abgewehrt. Er macht halt auf 13 wieder Sinn, bei ihm zu schicken. Ich lasse ihn erstmal noch ein bisschen wachsen, das ist gar nicht so wild. Soll ich einfach die schon mal verbessern? Nächste Runde den Worker holen. Ich hätte wahrscheinlich auch die Angler um sie drumherum stellen können. Ja, auf Borgholms bin ich dabei. Oh, der hat jetzt gut Mana gesammelt. Sehr schön. So, jetzt stellen wir ihn mal hier hin. Da können wir die anderen noch verstärken. Gargoyle verbessern. Kriege ich noch 60 zusammen? Nee. Dann gibt es noch eine Echse. Dreihundertsechzig, ach du Scheiße. Angriff.
Nee. Der hat auch verteidigt.15 noch mal probieren, würde ich sagen. Hat 100 zusammen, ich werde ihn jetzt auf. Der muss ja nicht maximales Mana haben. Das reicht auch so. Alter, ist der groß. Der ist riesengroß. So, jetzt kann ich hier entweder, ja, ich kann hier noch die aufwerten. Das mache ich. Okay, er sammelt wieder. Das habe ich geblockt. Das kann ich hier ruhig noch einen aufwerten. Ein bisschen Verteidigung brauche ich auf jeden Fall noch. Fliegen ein bisschen zurück. Ein bisschen mit 670. Da ist wieder dick senden. Ja, was macht denn Sinn? Harpien hat die. Bei mir kommt auf jeden Fall durch. Er hat gut abgewehrt. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viele Worker gebaut. Na, wir schauen mal. So, 4 Stück. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Die sollten das auf jeden Fall abwehren. Lock and load.
Was habe ich denn für eine komische Geldanzahl? Wahrscheinlich wegen dem Champion hat sich das so ein bisschen erhöht. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Oh, das gibt auf die Fresse. Sehr gut. Wegen einem Cent sind die schon fast down. Das müssen wir nur noch verteidigen. Dafür habe ich ja die Fürst des Todes. Die Fürstin. Oh, ich setze hier einfach nur einen rein, weil ich noch Platz und Geld habe. Ja. 720. Schauen wir mal. Ich habe alles in Einheiten gesteckt. Rechts, die sind halt nur übelst schwach. Aber die blocken halt so ein bisschen, ne? Los, Fürstenangriff. Jawohl! Ich muss warten, damit ich hier was schicken kann. So. Wir packen sie mit hin, wir werten den auf. Und dann hole ich einfach noch ein paar Worker. Damit da auch mal ein bisschen Aufschwung herrscht. Wir gehen weiter auf Frontline, damit ein bisschen was vorne steht. Zack. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jawohl. Die Fürsten! Das war's. Gute Runde. Ich habe zwischendurch ein bisschen an mir gezweifelt wegen den Workern, aber die Fürsten und die Kingpins, die waren doch schon gut. Die waren echt stark am Ende. Ja, dann war's das mit einer Runde Legion. Guckt euch gerne noch weitere Videos an. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.